Hat das Ich auch glaube. damit zu tun, dass wir versuchen, Veränderungen zu vermeiden? Ist das auch so ein Glückskiller? Ja, ganz klar. Wenn man so die Grundbedürfnisse anschaut beim Menschen, dann ist es so wie ein Triangel. Wir haben das Bedürfnis nach Sicherheit. Existenzielle Sicherheit sieht man jetzt in Corona-Zeiten speziell, das wird angeklickt. Dann natürlich auch emotionale Sicherheit. Ein kleines Baby, das auf die Welt kommt, es braucht beides. Die emotionale Sicherheit ist das Nahesein, genauso wie gefüttert zu werden, die existenzielle Sicherheit. Aber dann auch wieder die Metapher des Babys. Das wächst, dann beginnt es zu krabbeln, dann will es die Welt entdecken und es kennt die Gefahr noch nicht, dann müssen wir es dann davor schützen. Also das Bedürfnis nach Freiheit, nach Wachstum. Wenn ich das Ganze dann noch in meinem Leben einen Sinn geben kann und einen Sinn finden kann, weil man sagt immer, das Leben an und für sich hat den Sinn der Fortpflanzung und der Nahrungsaufnahme. Ich frage mal die Pubertierenden, wie können die ja das bestätigen? Aber wenn ich meinem Sinn, meinem Tun, meinem Handeln, meinem Leben einen Sinn geben kann, dann sind die Faktoren bereits für Glück erfüllt. Und das ist die große Frage. Wie mache ich das?